Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Heute möchte ich über die Zukunft von Apex Legends reden. Und wer es nicht weiß, kurz nach Release 2019 von Apex hat EA schon bekannt gegeben, es gibt einen 10-Jahres-Plan. Das haben sie ungefähr so ein halbes Jahr später rausgehauen, dass das so geplant ist. Das wurde jetzt vor wenigen Tagen erst wieder aufgegriffen und genau deswegen rede ich nochmal drüber. Stand jetzt haben wir also mindestens noch 7 Jahre, die ihr Apex Legends inklusive mir an der Backe habt. Wenn ihr mögt, kann ich euch in den nächsten 7 Jahren hoffentlich immer noch mit News-Updates, alt und grau, wie ich dann bin, versorgen. Würde ich auf jeden Fall richtig, richtig geil finden. Was ist alles geplant? Darüber möchte ich reden. Es gibt natürlich nicht für alles einen Beweis, aber grobe Pläne gibt es und darüber möchte ich jetzt reden. Kurz möchte ich noch das nächste Video anspoilern. Kommt in den nächsten Tagen. Next Gen Update und 2 weitere Events, wo wir mit Erbstück splittern und einem Erbstück rechnen können. Das heißt, in einer Season 2 Erbstücke möglich. Das am Rande. Jetzt geht es auch mit dem 10-Jahres-Plan weiter. Ich gehe natürlich davon aus, Stand jetzt sind wir kurz vor dem 3. Geburtstag, sind es noch 7 Jahre, haben wir die 10 Jahre voll. Wenn wir natürlich in 7 Jahren merken, Mensch, Apex läuft aber immer noch, dann gehe ich davon aus, dass natürlich das über die 10 Jahre hinausläuft, was natürlich eine mega Sache wäre. Respawn hat jetzt schon durchblicken lassen, einmal pro Jahr in dem Zyklus, wie wir es jetzt schon haben, soll es eine neue Map geben. Schon mal Punkt Nummer 1, was ich sehr, sehr genial finde. Ich hoffe, bis dahin ändert sich auch was an den Map-Rotationen, dass nicht ständig 1 oder 2 Maps rausfliegen, die du dann 3 Monate nicht zocken kannst. Würde ich jetzt auf jeden Fall geil finden, wenn da mal was verbessert wird. Und jetzt möchte ich euch schon mal auffordern, schreibt mal in die Kommentare, was würdet ihr euch für die nächsten Jahre für Apex Legends wünschen? Alles, was euch so einfällt, ob es Modi sind, die vielleicht in COD vorhanden sind, in anderen Spielen, oder vielleicht noch gar nicht irgendwo existieren, irgendwelche Änderungen, Verbesserungswünsche, schreibt es rein. Ich bin auf jeden Fall auf eure Ideen gespannt. Wir wären in 7 Jahren übrigens bei 52 Seasons und eben, weil es aufgegriffen wurde, vor ein paar Tagen hat sich jemand den Spaß gemacht und hat einfach mal den Ladebildschirm bearbeitet, wie er in 52 Seasons aussehen könnte. Nämlich genau so. Sieht ziemlich verwirrend und ziemlich scheiße aus, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und genau deswegen grätsche ich hier mal mit meinen eigenen Worten rein. Ich glaube nicht. Und das hat Respawn zwar nicht gesagt, aber es gibt einige von euch, die in verschiedenen neuen Seasons schon gesagt haben, Mensch, jedes Mal eine neue Legende. Das ist einfach too much. Bin ich völlig auf eurer Seite und deswegen glaube ich auch nicht, dass wir in 7 Jahren so einen Ladebildschirm sehen werden. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir vielleicht irgendwann an einem Punkt sind, wo wir vielleicht nur noch alle 2 Seasons oder vielleicht sogar alle 3 Seasons eine neue Legende bekommen, die natürlich die Meta ordentlich durcheinander bringt. Auch Waffen hatten wir in der Vergangenheit nicht in jeder Season, was eigentlich immer am spannendsten ist. Auch da gehe ich davon aus. Und weil ich einmal dabei bin, es soll Änderungen am allgemeinen Lootpool geben. Respawn meint, wo der Lootpool ist im Allgemeinen oder wird von Season zu Season immer größer und sie wollen das versuchen, so klein wie möglich zu halten. Es kann sein, dass sie sich an den Waffen auslassen. Sie sollen nicht entfernt werden, aber hoch im Kurs ist die P20, die 30-30 Repeater und der Bogen. Die soll nicht entfernt werden. Respawn hat sich dagegen natürlich ausgesprochen, weil es gibt Leute, die feiern die Waffen, haben Skins, haben dafür Geld ausgegeben. Genauso wie mit den Legenden. Da kannst du nicht einfach alles rausschmeißen und du hast Geld dafür ausgegeben, das geht nicht und deswegen versuchen sie, und das ist meine Vermutung, dass vielleicht pro Season vielleicht 1 oder 2 Waffen einfach mal rausfliegen, wie mit den Maps aktuell, und in der nächsten Season ist dann wieder eine der Waffen dabei und so weiter und so fort. Das ist so meine grobe Vermutung. So wie gesagt, eine Map pro Jahr habe ich erzählt, wahrscheinlich wird es immer der November werden. Meine Vermutung macht das Ganze relativ sinnvoll. Alle 4 Seasons eine neue Map. Verschiedene Modi, bin ich felsenfester Überzeugung. Erinnert euch an den Team Deathmatch Modus, der jetzt schon in der Testphase in der mobilen Version ist. Kommen wir schon zur mobilen Version. Am 3. Geburtstag, 4. Februar 2022, gehe ich davon aus, ist noch nicht bestätigt, kommt die mobile Version raus. Die ist weltweit an verschiedenen Ländern schon in der Testphase und dort gibt es eine überarbeitete Firing Range, Trainingsgelände im Allgemeinen. Es gibt den Team Deathmatch Modus in ganz normaler COD-Manier. Ich habe euch da schon Videos gezeigt, spare ich jetzt hier einzublenden. Also ich gehe davon aus, dass auf jeden Fall neue Modi kommen werden. Spätestens im 3. Geburtstag Season 12 kommt mit Sicherheit der Team Deathmatch Modus, weil wenn dann die mobile Version rauskommt, kann es ja nicht sein, dass wir dort auf dem Handy Team Deathmatch spielen können, aber auf der PlayStation, Xbox, PC und Switch nicht. Macht also keinen Sinn. Ich gehe auch davon aus, dass sowas wie Herrschaft
Kontrolle, 1 gegen 1, Solo, vielleicht sogar der Solo-Modus. Es wird viel geben, wie gesagt. Lasst euch mal in den Kommentaren aus, was ihr euch alles vorstellen könnt. Was haben wir noch? Ja, eine überarbeitete Firing Range. Und das ist bei der mobilen Version extrem geil. Du kannst die Bots an einem Schaltpult manuell aktivieren. Die rennen dann nicht so dämlich hin und her wie in dem Easter Egg auf den anderen Plattformen. Du kannst die einstellen, dass die wirklich nur von links nach rechts, die ganze ganz stupide von links nach rechts einfach laufen, dass du dein Aim trainieren kannst. So kannst du dein Training im Allgemeinen auf dem Schießstand an deine Wünsche anpassen. Und einige haben auch geschrieben, es wäre geil, vielleicht mal irgendein Gebäude mit Tür und Fenstern und allem möglichen Spaß einfach mit reinzustellen, dass man Granatenwerfen üben kann oder Häuserkämpfe und so weiter und so fort. Also es gibt so viele Verbesserungen und Respawn selbst hat auch gesagt, es gibt eine Menge Ideen, sie wollen eine Menge umsetzen und es soll auf jeden Fall sehr viel mehr noch passieren. Ja, viel mehr habe ich aktuell jetzt, glaube ich, gar nicht zu sagen. Ich gehe nochmal meinen Spickzettel hier durch. Nee, wie gesagt, in ein paar Monaten ist schon der 3. Geburtstag. Ich gehe davon aus, dass uns da auf jeden Fall ein Season 12 Großes erwarten wird. Wenn ich da mehr Informationen habe, halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wartet das nächste Video ab. Dort geht es um das Next-Gen-Update. Wie gesagt, um die nächsten beiden Events. Es wird auf jeden Fall sehr interessant. Sogar 3 Events, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Das war es erstmal von mir. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.